Gibt es einen Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Wohin gehen wir? Wann sterben wir? Dies sind die Arten von Fragen, die Menschen über Generationen und Orte hinweg fasziniert und verwirrt haben. Aber vielleicht nimmt keine Frage auf dieser Liste einen derart herausragenden Platz ein, so wie die uralte Frage: Sind wir allein im Universum? Für viele Menschen scheint es unmöglich, dass die Erde der einzige Ort im Universum mit intelligentem Leben wäre. Denken Sie nur darüber nach, es könnte da draußen mehr erdähnliche Planeten geben als Sandkörner auf unserem gesamten Planeten. Aber wenn es da draußen anderes intelligentes Leben gibt, wenn Aliens existieren, wie könnten sie uns kontaktieren? Und wenn ja, wie könnte man von uns erwarten, dass wir uns über vermutlich sehr unterschiedliche Sprachen oder Kommunikationsarten hinweg verstehen? Aber es gibt mindestens eine universelle Sprache im Universum. Die Sprache der Mathematik. Vielleicht könnten Außerirdische Mathematik verwenden, um zu versuchen, mit Menschen auf der Erde zu kommunizieren. Vielleicht haben sie das schon. Am Morgen des 19. Januar 1966 fuhr ein australischer Bananenbauer namens George Padley mit seinem Traktor, wie er es jeden Morgen tat, durch die Region Horseshoe Lagoon in Tully, Australien. Plötzlich durchdrang ein lautes Zischen die Luft und warf Padley beinahe von seinem Sitz. Erschrocken beobachtete er, wie ein seltsames graues Objekt etwa 8 Meter lang aus der Lagune aufstieg und in den Himmel davonraste. Padley untersuchte den Bereich, aus dem das Objekt aufgetaucht war, und fand einen Kreis aus abgeflachtem Schilf, den er als Nest bezeichnete. Seltsamerweise wurde das Schilf nicht einfach umgebogen, sondern physisch aus der Lagune entwurzelt und trieb irgendwie in einer wirbelnden Matte auf der Wasseroberfläche. Am nächsten Tag brachte Padley die Polizei zum Fundort, um ihnen zu zeigen, was er gefunden hatte. Innerhalb kürzester Zeit hatte die lokale Presse von der Geschichte Kenntnis genommen. Schaulustige und Neugierige strömten in Scharen in die Gegend und entdeckten dabei eine Reihe ähnlicher Nester, die über die Lagune verstreut waren. Das Geheimnis würde jedoch ungeklärt bleiben. Obwohl die Royal Australian Air Force feststellte, dass bei Untersuchungen eine Reihe von Anwohnern angaben, dass die gemeldeten Nester zu Beginn der Regenzeit ziemlich häufig sind. Unglaublicherweise war diese Geschichte in jenem Jahr nicht einmal die bizarrste ihrer Art in Australien. Monate später sahen über 200 Mitarbeiter und Schüler einer Highschool in Melbourne eine Art große Scheibe, die etwa doppelt so groß wie ein Auto war und der von Padley beschriebenen nicht ganz unähnlich war, mitten am Tag vor ihrer Schule durch den Himmel fliegen. Bevor die Scheibe abflog und am Horizont verschwand, landete sie in der Ferne auf dem Boden. Als die Schüler zu der Stelle rannten, fanden sie einen großen Kreis aus abgeflachtem und verdrehtem Gras, was Padley vielleicht als Nest bezeichnet hatte. Noch bizarrer war jedoch, was in den Tagen und Wochen nach dem Vorfall geschah. Zeugenaussagen zufolge wurde das Gebiet, in dem die Scheibe gelandet war, sofort vom Militär abgesperrt. Viele Schüler wurden von Männern in schwarzen Anzügen besucht, die sie davor warnten, über den Vorfall zu sprechen. Tatsächlich war der Schulleiter anscheinend so verängstigt und beunruhigt, dass er den Schülern sagte, sie würden schwer bestraft werden, und den Mitarbeitern, dass sie entlassen würden, wenn sie über den Vorfall sprechen. Sogar das Filmmaterial der lokalen Medien, das die Geschichte beschreibt, ist auf mysteriöse Weise aus ihren Archiven verschwunden. Wenn es eine Vertuschung gab, funktionierte sie. Die Geschichte verblasste aus der Erinnerung der Öffentlichkeit, um etwas von Australiens geheimnisvollen Nestern zu erfahren. Das war bis Ende der 70er Jahre, als eine Reihe seltsamer kreisförmiger Muster auf den Feldern der Bauern in England auftauchten, die denen in Australien ein Jahrzehnt zuvor unheimlich ähnlich waren. Diese mysteriösen Kornkreise, wie sie bekannt wurden, tauchten über Nacht auf und hatten oft einen Durchmesser von mehreren hundert Metern. So schockierend und unerklärlich sie auch waren, es war nicht das erste Mal, dass sie auf der Erde gesehen wurden. Bereits in den 1600er Jahren zeigten Kunstwerke Kreise, die in Haferfelder geschnitten wurden, was der Legende folgt, die als Devil's Mowing bekannt ist, wobei der ominöse Titel
auf einen unerklärten jenseitigen Ursprung hindeutet. Ende des 19. Jahrhunderts wurden Kornkreise in der hoch angesehenen Zeitschrift Nature ausführlich diskutiert. Das Erscheinen dieser Kornkreise war in England in den 1970er Jahren weit verbreitet und wurde erst in den 80er und 90er Jahren häufiger. Bis heute tauchen regelmäßig Kornkreise auf der ganzen Welt auf. Aber was sind sie? Diese großen Meisterwerke voller Geheimnisse und Intrigen. Woher kommen sie und was könnten sie bedeuten? Könnten sie wirklich von mysteriösen Flugobjekten stammen, von außerirdischen Besuchern? Wissenschaftler versuchten zunächst, die Bildung von Kornkreisen mit ungewöhnlichen Windmustern zu erklären. Mehrere Wissenschaftler vermuteten sogar, dass sie auf die besonders heftige sexuelle Aktivität von Igeln zurückzuführen seien. Dann, 1991, präsentierte sich eine Antwort. Es war alles ein Scherz. Zwei Männer, Doug Bauer und sein Mitverschwörer Dave Chorley, umgangssprachlich als Doug und Dave bekannt, meldeten sich und enthüllten, dass sie in einem betrunkenen Streich Kornkreise geschaffen hatten. Sie erklärten, dass sie dazu eine Halmstanze verwendeten. Ganz einfach, ein Seil, das an beiden Enden an ein Brett gebunden ist, mit dem man das Seil festhält und einen Fuß auf das Brett stellt und die Pflanzen mit dem Fuß niederstampft, in einem kreisförmigen Muster. Sofort wurde erklärt, dass das Rätsel gelöst sei, da die Zauberer ihren Zaubertrick offenbart hätten. Leider war es für diejenigen, die eine sogenannte Verschwörungstheorie wie Kornkreise von Natur aus ablehnten, nicht ganz so einfach. Kurz nachdem Doug und Dave die Halmstanze der Welt vorgestellt hatten, wagte ein Wissenschaftler, die angeblich zerstampften Halme tatsächlich zu untersuchen. Sein Name war William Levengood, ein angesehener Biophysiker und Autor von über 50 von Experten begutachteten Artikeln und 6 Patenten. Seltsamerweise fand Levengood in Pflanzen, die aus den Kornkreisgebieten entnommen wurden, eine Reihe signifikanter Anomalien. Seltsam verlängerte Pflanzenknoten, Samenhöhlen, die völlig ohne Samen waren und an den Knoten aufgeblasene Austreibungshöhlen. Offensichtlich passieren solche Dinge Pflanzen nicht, wenn jemand mit einem Brett darauf tritt. In Levengoods eigenen Worten: Die betroffenen Pflanzen haben Komponenten, die auf eine Beteiligung von schneller Luftbewegung, Ionisation, elektrischen Feldern und vorübergehend hohen Temperaturen in Kombination mit einer oxidierenden Atmosphäre hindeuten. Levengoods Entdeckungen veranlassten einige zu der Spekulation, dass Kornkreise von Personen mit einer Art Mikrowellenstrahler hergestellt worden sein könnten, der den Stängel der Pflanze überhitzen und zum Umfallen bringen würde. Aber dann wurde der Intrige eine weitere Ebene hinzugefügt. Dank einer Studie über den Boden, auf dem Kornkreise aufgetreten waren. Erstaunlicherweise fand die Studie heraus, dass die im Boden enthaltenen Tonmineralien irgendwie kristallisiert waren. Ein Phänomen, das zuvor nur in Sedimentgestein beobachtet wurde, das im Laufe von Hunderten oder Tausenden von Jahren massivem geologischem Druck ausgesetzt war. Es machte keinen wissenschaftlichen Sinn, dass diese Kristallisation unter einem Kornkreis zu finden wäre. Selbst wenn der erforderliche geologische Druck irgendwie existiert hätte und selbst wenn er irgendwie einen Kornkreis gebildet hätte, hätte der Druck die Ernten ausgelöscht. Während wenn der Druck durch die Art von Wärme ersetzt worden wäre, die erforderlich ist, um die Kristallisation zu fördern, das sind 600 bis 800 Grad Celsius über viele Stunden hinweg, wäre die Ernte sicher verbrannt worden. Vielleicht war etwas anderes geschehen, etwas, das mit elektrischen Feldern und vorübergehend hohen Temperaturen zu tun hat, wie Levengood vermutete. Es ist wichtig zu beachten, dass diese von Levengood untersuchten Merkmale nicht an jedem Kornkreisstandort zu finden sind. Das heißt, einige Kornkreise werden von einer Person mit einem Seil und einem Brett buchstäblich niedergetreten. Aber das ist der Punkt. Einige, nicht alle. Selbst die skeptischsten Wissenschaftler würden wahrscheinlich zugeben, dass es eine Reihe von Kornkreisstandorten gibt, die Eigenschaften aufweisen, die dem modernen wissenschaftlichen Verständnis widersprechen. Mit anderen Worten, während Kornkreise sich Anfang der 90er Jahre als Schwindel erwiesen haben,
sagt die wissenschaftliche Gemeinschaft seitdem, nicht so schnell. Und es geht über die Struktur der Kulturpflanzen oder die Zusammensetzung des Bodens hinaus. 1974 überwachte der berühmte amerikanische Wissenschaftler Carl Sagan die Übertragung der sogenannten Arecibo-Botschaft ins All. Das Ziel, außerirdisches Leben mit den stärksten Radiowellen zu kontaktieren, die jemals von Menschen produziert wurden. Die Sendung enthielt Informationen über den Standort der Erde, das Aussehen und die DNA von Menschen, sowie Grundprinzipien unserer Mathematik und Wissenschaft. Es war ein ehrgeiziges, wenn auch ausgefallenes Projekt. Welche Chance gab es denn wirklich, eine Antwort zu erhalten? Was für eine Chance? 27 Jahre später erschien in Chilbolton, England, neben dem größten Teleskop und Observatorium Großbritanniens ein Kornkreis, der eine Darstellung des Marsgesichts zu sein schien. Schon das allein war interessant genug, aber Tage später erschien noch etwas Überwältigenderes. Dort auf demselben Feld erschien ein Kornkreis, der mit Sagans Botschaft von 1974 übereinstimmt. Er war auf die gleiche Weise formatiert und schien auf die ursprünglich in den Weltraum gesendeten Informationen zu reagieren, die ein anderes Sonnensystem, das Aussehen des Senders und die Informationen über die nichtmenschliche DNA enthielten. Einige beschrieben es ganz einfach als die ultimative Antwort, auf die wir hoffen konnten. Aber warte, wenn Sagans Nachricht eine Antwort erhalten hätte, wer oder was hätte so etwas tun können? Könnte es wirklich eine Art Alien-Gattung gewesen sein? Einige haben nahegelegt, dass die Antwort auf diese Frage durch das Erscheinen eines weiteren Kornkreises in Italien im Jahr 2011 offenbart wurde. Dort tauchte in einer kleinen Stadt Porrino ein Kornkreis auf, der einen siebenzackigen Stern darstellte. Das Design enthielt einen Code, der seinen Schöpfer als jemanden namens Enki zu identifizieren schien. Dies ist kein zufälliger oder belangloser Name. Enki ist der Name eines alten sumerischen Gottes, ein Vorläufer des Wassermanns. Noch wichtiger ist, dass Enki einigen zufolge der Anführer einer alten Gruppe von Außerirdischen namens Anunnaki war, die vor langer Zeit die Erde besuchten. Denker wie Zacharias Sitchin und Erich von Däniken haben behauptet, dass diese Anunnaki die Erde vor etwa 500.000 Jahren kolonisierten und Menschen als Sklavengeschlecht gentechnisch veränderten. Vielleicht sind es die Anunnaki, die jetzt Menschen kontaktieren und durch Kornkreise die bevorstehende Rückkehr von Enki ankündigen. Wie Sitchin gesagt hatte, der Tierkreiszyklus kehrt alle 25.920 Jahre an genau dieselbe Stelle zurück. Also verlassen wir jetzt das Zeitalter der Fische. Enki war der Prototyp des Wassermanngottes. Bedeutet dies, dass alles wieder passieren wird? Dass Enki zurückkommt? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Signale und Zeichen, die alle in diese Richtung weisen. Wenn Menschen schon früher von den Anunnaki versklavt wurden, warum dann nicht noch einmal? Es gibt jedoch eine andere Seite der Geschichte, einen anderen Blickwinkel auf die Anunnaki-Legende. Viele glauben, dass diese außerirdische Gattung den Menschen in der Vergangenheit fortschrittliche Technologie und Wissen zur Verfügung gestellt hat. Dass dies tatsächlich scheinbar unmögliche Bauwerke wie die Pyramiden oder Stonehenge erklärt. Schauen Sie sich vor diesem Hintergrund noch einmal den siebenzackigen Sternkornkreis an, der in Italien auftauchte. Wie der Forscher Michael Lee Hill betonte, in der Welt der Geometrie und Frequenz ist ein siebenzackiger Stern entscheidend mit 432 Hertz verbunden. Stellen Sie sich ein schematisches Bild einer Frequenz vor, die genau 4 Oktaven unter 432 Hertz liegt und als siebenzackiger Stern erscheint, der mit dem in Italien identisch ist. Bezeichnenderweise ist 432 Hertz als magische Zahl bekannt, die natürliche Frequenz des Universums. Aus diesem Grunde wurde vermutet, dass das Erscheinen eines Kornkreises mit siebenzackigen Sternen eine verschlüsselte Botschaft ist. Aber was für eine verschlüsselte Nachricht? Ein prominenter älterer Vertreter der amerikanischen Ureinwohner namens Bear Cloud hat kryptisch angedeutet,
Wenn Wissenschaftler erfahren, dass der siebenzackige Stern eine Vorwärtsentwicklung hat und sich selbst unendlich als ganze Einheit neu erschafft, wird es große Sprünge im Fortschritt des Menschen geben. Hills Recherchen über den italienischen Kornkreis brachten derweil eine prägnantere Botschaft hervor. Jemand versucht uns etwas zu sagen. Wenn ich raten müsste, dann um zu zeigen, dass 432 Hertz gleich Energie sind. Der Fall in Italien war weder das erste noch das letzte Mal, bei dem es so aussah, als würde uns jemand durch Kornkreise etwas sagen wollen. Einige würden sogar sagen, dass Kornkreise im Laufe der Jahre viele Geheimnisse preisgegeben haben. Am Nachmittag des 7. Juli 1996 flog ein Berufspilot auf seiner normalen Route über das Monument Stonehenge in Wiltshire, England. Das war kein ungewöhnliches Ereignis. Viele Unternehmen bieten Touristen Rundflüge über Stonehenge an. Der Pilot erreichte sein Ziel, drehte um und passierte etwa 45 Minuten danach später dieselbe Stelle. Was er sah, machte ihn fassungslos. Dort auf dem Feld, direkt gegenüber der Autobahn von Stonehenge, war ein riesiges, tausendfüßerähnliches geometrisches Muster. Dutzende einzelner Kreise, die noch nicht dagewesen waren, als er vor weniger als einer Stunde darüber geflogen war. Wie war das möglich, fragte er sich. Der Sicherheitsdienst von Stonehenge war rund um die Uhr im Einsatz und Touristen waren überall. Jeder, der am helllichten Tag mit einem Arm voll Ausrüstung über das Feld ging, wäre sicherlich entdeckt und angehalten worden. Noch unglaublicher, eine genauere Untersuchung durch Experten ergab, dass das tausendfüßerähnliche Muster nicht irgendein zufälliges Design war. Tatsächlich repräsentierte es ein mathematisches Muster namens Julia Set. Dies ging weit über die Handlungen und Fähigkeiten von Betrügern hinaus, die nach einem Lachen suchen. Wer oder was auch immer diese Kornkreise geschaffen hatte, besaß ein tiefes Verständnis für komplexe Mathematik. Aber das Julia Set wäre nur der Anfang, nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs. In den folgenden Jahren tauchten in rascher Folge Kornkreise auf, die Beispiele für fortgeschrittene Mathematik oder komplexe Physik lieferten. Im Jahr 2010 tauchte auf einem Feld in England ein etwa 90 Meter Design auf, das nach seiner Entschlüsselung eine mathematische Formel namens Euler's Identity enthüllte, die als die schönste und tiefgründigste mathematische Gleichung der Welt bekannt ist. Zwei Jahre zuvor war im selben Bereich ein verschlüsseltes Bild erschienen, das die ersten 10 Ziffern von Pi darstellte. Aber es geht noch weiter zurück. Im Jahr 2000 besuchte der NASA-Wissenschaftler Alan Holt Wiltshire in England, wo viele Kornkreise auftraten, um das Phänomen zu untersuchen. Die Zunge fest in der Wange formulierte Holt den Gedanken in einem Kornbild, quasi als Test, aber eigentlich als Bitte, dass er gerne ein Kornpiktogramm sehen würde, das einen Einblick in die Richtung geben könnte, die er bei seinem fortgeschrittenen Verfahren und feldphysikalischen Forschungsaktivitäten verfolgen sollte. Unglaublicherweise erschienen zwei Tage später auf einem Feld in seiner Nähe Kornkreise, die ein detailliertes Diagramm eines Magnetfelds in der Nähe eines Stabmagneten zeigten. Fragt und ihr werdet erhalten, schien es. Tatsächlich zeigten zwischen 1997 und 2009 nicht weniger als 5 Erscheinungsbilder von Kornkreisen, komplexe Diagramme von verdrehten Wirbeln, die die Seiten- und Draufsicht eines Magnetfelds darstellten, während andere mechanische Router oder die Feldlinien einer elektrischen Ladung zeigten. Dann erschienen Kornkreise, die detaillierte Blaupausen für Magnetmotoren enthüllten. Was könnte das bedeuten? Dieses anhaltende Erscheinen komplexer Mathematik und elektromagnetischer Diagramme in Kornkreisen auf der ganzen Welt? Seit Jahrhunderten schlagen Wissenschaftler vor, durch Mathematik intelligentes Leben im Universum zu erreichen. Bereits im 18. Jahrhundert schlug der berühmte deutsche Mathematiker Karl Gauss vor, dass Bäume im sibirischen Wald auf eine Weise gepflanzt werden sollten, die den Satz des Pythagoras widerspiegeln, während der österreichische Astronom Josef von Littrow mit Kerosin gefüllte Gräben in der Sahara vorschlug, die geometrische Formen zeigen. Wenn Menschen zu diesem Schluss gekommen sind,
dann wäre es wahrscheinlich sicher anzunehmen, dass andere Formen intelligenten Lebens dies auch getan haben. Vielleicht haben sie solch eine Methode bereits ausprobiert. Könnte es sein, dass Kornkreise tatsächlich eine Form dieser außerirdischen Botschaft sind? Ähnlich wie der Wald, der den Satz des Pythagoras zeigt? Bereits 1991 in einem von Alec Bartholomew geschriebenen Buch mit dem Titel Crop Cycles, Harbinger's World of Change wurde die Idee diskutiert, Kornkreise könnten Botschaften nichtmenschlicher Intelligenz sein. Bartholomew fragte, wenn Kornkreise Botschaften wären, was wollten sie dann vermitteln? In dem Buch erklärte die britische Historikerin und bekannte Hellseherin Isabel Kingston, dass Kornkreise eine Blaupause für eine neue Energieform enthalten könnten, die eines Tages von Wissenschaftlern entschlüsselt werden würde. Es mag damals weit hergeholt erschienen sein, aber nach Jahrzehnten immer komplexerer mathematischer Muster und elektromagnetischer Diagramme, die in Kornkreisen auftauchten, gibt es viele, die glauben, dass Bartholomew und Kingston etwas herausgefunden haben könnten. Einige behaupteten, Kornkreise seien außerirdische Botschaften an die Menschheit, Blaupausen für neue futuristische Technologien, die den Menschen helfen sollen, die nächste Ebene ihrer Existenz zu erreichen. Das, was in den Diagrammen von Magnetfeldern und Motoren verborgen ist, sind die Geheimnisse einer neuen Form unbegrenzter Energie. Ein besonders ergreifendes Beispiel dafür könnte 2011 gewesen sein, als ein Kornkreis die Entwürfe für ein magnetisches Schwungrad enthüllte, das der amerikanische Autodidakt Ed Litskalnin vor langer Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden hatte. Litskalnin und sein Schwungrad wären eine völlig unauffällige Referenz gewesen. Wäre da nicht die Tatsache, dass er der Schöpfer von Coral Castle war, einem Denkmal in Florida, das aus über 1000 Tonnen Korallen besteht? Es ist weniger darüber bekannt, wie Litskalnin dieses Denkmal errichtete. Anscheinend hatte er es alleine und mitten in der Nacht getan. Als er um eine Erklärung gebeten wurde, sagte er, »Ich verstehe die Gesetze des Gewichts und der Hebelwirkung und kenne die Geheimnisse der Menschen, die vor langer Zeit die Pyramiden von Gizeh in Ägypten gebaut haben.« Mit dieser kryptischen Antwort entstand die Spekulation, dass Litskalnin eine Art magnetisches Schwebegerät verwendet hatte, um den Stein zu bewegen. Die Spekulationen weiteten sich weiter aus, als nach Litskalnins Tod seltsame Überreste eines scheinbar elektromagnetischen Geräts in einer Kammer unter Coral Castle gefunden wurden. Drähte, die um Flaschen gewickelt waren, Stapel von Magneten und Ketten. Könnte es sein, dass Litskalnin die Geheimnisse der elektromagnetischen Energie entdeckt hatte, die zuvor von denen bekannt waren, die die Pyramiden so konstruierten, wie er es nahelegte, und sie benutzten, um Coral Castle zu erschaffen? Und wenn ja, ist es möglich, dass ein Diagramm für sein Magnetrad als Kornkreis auf diese Tatsache aufmerksam macht? Ähnliche Fragen können über die vielen anderen Beispiele in den letzten Jahrzehnten von Kornkreisen gestellt werden, die magnetische Motoren und Diagramme enthüllen. Tatsächlich werden diese Fragen gestellt. Mindestens seit 2008 verwendet der italienische Erfinder Umberto Baudo Kornkreise als Inspiration und Blaupause für eine Erfindung, von der er glaubt, dass sie unbegrenzt kostenlose Energie liefern wird. Baudo behauptet, Kornkreise sind der maximale Ausdruck einer Botschaft, denn durch ein Bild kann man zweifelsohne viel mehr kommunizieren als mit Worten, insbesondere wenn die Botschaft an jemanden gerichtet ist, der unsere Sprache nicht spricht. Und was ist die Botschaft, die in diesen Kornkreisen kommuniziert wird? Ganz einfach, so Baudo. Seit 2008 habe ich erkannt, dass es absolut möglich ist, kostenlose Energie für den ganzen Planeten zu erzeugen. Baudos Arbeit hat ihn dazu gebracht, mit Magnetmotoren und Zentrifugalkraftsystemen zu experimentieren, Neuland zu betreten und gegen konventionelle Weisheiten und einen mächtigen Status quo zu arbeiten, ganz zu schweigen von den Gesetzen der Thermodynamik. 2012 sagte Baudo bei einem kleinen Treffen im italienischen Modena, Kornkreise, die Medien und die Wissenschaft behandeln dieses Phänomen subtil, aber es ist von großer Bedeutung für die Menschheit. Nur diejenigen, die es ernsthaft studieren, können verstehen, dass dies kein Scherz ist.
Nach einem langen und anstrengenden Studium kann ich zeigen, dass viele dieser Schnittmuster nicht von Menschen gemacht sind. Seit Beginn meiner Forschung habe ich festgestellt, dass es sich um technische Zeichnungen handelt, die uns neue Wege zur Erzeugung kostenloser Energie zeigen. Ich habe lange versucht, diese Muster mit Permanentmagneten zu reproduzieren, ohne Ergebnis. Dann habe ich einen neuen Weg gefunden, um diese Mechanismen zu entwickeln, und ich werde Ihnen zeigen, wie sie mit Hilfe eines Simulators funktionieren. Was er zeigte, waren komplexe Systeme auf der Grundlage von Kornkreisdiagrammen, die die Zentrifugalkraft nutzten. Baudu testete diese Systeme mit Computersimulationen, die es ihm ermöglichten, Formen mit hoher Geschwindigkeit zu drehen und zu untersuchen, was mit der Energieerzeugung sowohl mit als auch ohne die Variablen Schwerkraft, Magnete, Federn und Ketten geschah. Er behauptet, er habe ein Modell geschaffen, das auch nach dem Abstellen des Motors weiter Fahrt aufnimmt. Unbegrenzte Energie. In seinen eigenen Worten: Der Hauptschlüssel, um es zu verstehen, ist im Grunde einer. Die Zentrifugalkraft. Einfach so. Ist es bei weitem nicht nur Umberto Baudo, der an so etwas arbeitet. Auf der ganzen Welt arbeiten Wissenschaftler und Erfinder mit den komplexen Diagrammen, die in Kornkreisen zu sehen sind, auf der Suche nach freier Energie, futuristischem Transport und mehr. Natürlich bleiben noch viele Fragen offen. Warum werden die in Kornkreisen enthaltenen Botschaften bei einem so scheinbar unglaublichen Potenzial meist ignoriert? Warum werden die Kreise in der Mainstream-Populärkultur als ausgeklüngelter Schwindel dargestellt? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich vielleicht finden, wenn man untersucht, wer bei der Entdeckung einer Quelle unbegrenzter freier Energie am meisten zu verlieren hat. Öl- und Gasunternehmen, die industriellen Moloche, die die Weltwirtschaft kontrollieren. Aber abgesehen von der Ökonomie muss man sich fragen, wenn die Wissenschaft zustimmt, dass einige Kornkreise nicht durch irgendein irdisches Phänomen erklärt werden können, woher kommen sie dann? Wenn es sich um außerirdische Botschaften handelt, was versuchen sie uns zu sagen? Und was könnten wir mit diesen Botschaften erreichen? Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke daneben, um zukünftige Benachrichtigungen zu erhalten.